Ja, liebe Freunde, wir machen heute so eine Art Wiedereingliederungstraining. Was das genau heißt, das erzähle ich euch jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen hier in der Fängerschmiede, dem Torwartkanal für den Amateurbereich. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir machen heute so eine Art Wiedereingliederungstraining. Ist jetzt nichts Besonderes, hat einfach den Grund, dass der Erik heute mal wieder mittrainiert, das seit einigen Monaten. Er hat Ende letzten Jahres, ich glaube im November irgendwann das letzte Torwarttraining gemacht, hat sich dann verletzt und ist heute wieder mit eingestiegen. Marcel und Dennis waren heute nicht da, deswegen konnte ich mich gut auf Erik so ein bisschen fokussieren. Wir haben ein ganz langsames, ein ganz lockeres Torwarttraining gemacht. Felix aus der zweiten Mannschaft von uns war auch mit dabei. Und ja, ich werde jetzt nicht jede Übung erklären, das ist eigentlich selbsterklärend. Das sind alles recht lockere Übungen. Tempo runter, bewusst runtergehalten, weil ich keine Lust hatte, die Bänderverletzung, die Erik im Fuß hatte, den Bänderriss wieder irgendwie aufleben zu lassen. Er ist jetzt stabil und wie gesagt, es war die erste Einheit. Schaut euch einfach an und ich melde mich einfach danach nochmal. Bis später. Ja. Gut. Wenn du irgendwas merkst oder hast, dann sag's Bescheid, ne? Gut. Nach vorne, ja genau. Schwungbein mit hochnehmen. Ja. Tasten wir uns heute schön lockerlässig ran. Ja. Noch ein. Guck mal gerade zu mir, genau. Oh, sorry. Gut. Kannst du einen Tick höher schießen, Erik, auf höher als Brust hoch. Genau. Gut. Ja. Gut. Gut. Wir machen das so, wenn ich den Ball tropfen lasse auf den Boden, geht's ab für dich. Gut. Also erst auf die Linie fallen und dann schießt er, oder? Nein, du sollst, lass ihn ruhig kurz stehen. Ne? Also ich muss auf die Linie kommen. Also lass ihn kurz stehen, also dass er Stand hat, steht und dann Schuss. Ja. Auf der Linie brauchst du nicht stehen, über dem Fuß. Ab. Gut, mehr ist es gar nicht. Geht das? Ja. Sag ruhig, wenn nicht, ne? Du brauchst es auch nicht so schnell machen. Ne? Du kannst dich auch locker langsamer fallen lassen. Ist nur ein bisschen. Ab. Gut. Also einfach so, dass du aus deiner Sicht erstmal für den Schuss von da richtig stehst. Okay. Und da stehst du jetzt sehr, sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Also. Ja, hier wahrscheinlich. Oder? Ja, genau. Also bei allen Übungen, die wir machen, ist immer sich so hinstellen, dass man genauso wie im Spiel den Ball eben. Deswegen dachte ich auch, dass er bei mir sich noch ein bisschen Zeit lässt, sich nach hinten geht. Ja, optimal halten. Lass ihn kurz stehen, ne, und dann. Also den richtigen Punkt aus.
such dir die richtige Position aus und dann kommt der Schuss. Also jetzt nicht stundenlang, sondern jetzt ab. Gut. Du kannst, glaube ich, noch weiter zurück. Und du kannst noch, genau. Ja, machst du. Ich bin auch. Würde ich jetzt sagen, erstmal. Ja, also tendenziell sogar noch einen Schritt nach da. Nach da, stopp. Jetzt stehst du. Ja, jetzt stehst du direkt auf, man sagt ja immer, auf der Winkelhalbierende, also dahin und dann so die Mitte und dann so tief stehen, dass du, wenn du den nach hierhin abwehrst, den nicht in eine eigene Bude haust, sondern am Tor vorbeigeht, aber auch nicht viel weiter draußen, weil je weiter du draußen stehst, desto weniger Zeit hast du, um auf den Ball zu reagieren. Das heißt, so tief wie möglich stehen, dass wenn du nach dahin abwehrst, dass er neben das Tor geht und nicht ins Tor. Also dann berufenweise hier. Genau. Das wäre die perfekte Position für einen Schuss von irgendeinem dieser Bälle. Wenn Erik jetzt einen anderen nimmt, was er nicht macht erstmal, wäre das natürlich ein bisschen anders. 5 Stück machen wir davon. Zack. Das war gut. Stand's gut, oder? Ja. Gut. Ja. Machen wir 10 Stück von, wie viel haben wir jetzt? 4, 5? Keine Ahnung. Ja, fallen lassen, Erik. Gut. Wirf mal ein bisschen einen Tick höher, Felix. Ja. Gut, hoch. Geht? Ja, also keine Schmerzen. Das musst du selber wissen. Noch 4. Hep! Fallen lassen! Ja gut, der war ein bisschen heftig. Hä? Hep! Der war haltbar. Noch 2. Ja! Fallen lassen! Augen zum Ball! Gut. Noch 1. Hep! Fallen lassen! Gut. Gute Schärfe, die Würfe. Sieh zu, dass du mittig im Tor stehst, ne? Hep! Gut. Das sind gute Schärfe. Ja! Oh, komm! Bisschen tiefer. Hep! Hep! Oh. Ja! Da sind gute Dinger. Mehr Feuer drauf, genau. Aber die Präzision nicht vergessen. Ja! Gut. Seh zu, dass du stehst, Erik, ne, wenn der Ball hier abprallt. Ja! Hast gemacht? Spekuliert? Nee, doch, du bist noch da weggegangen schon. Der Ball sagt euch, was ihr zu tun habt, ganz einfach. Los! Zack! Weiter. Noch 3. Rot! Erik, hör auf zu tippeln. Blau! Komm! Jo! Rot! Gut! Blau! Einmal stopp! Wenn der Ball zu dir huckelt, nehmt auf dem Platz einen zweiten Kontakt. Blau! So, weiter geht's. Richtungswechsel. Der Ball, Kevin, der Rot! Also Halbschmerzen. Weiter, egal. Wir sind doch alle am Üben.
Neuer Fahrer, der kennt den großen noch nicht. Rot! Pizza. Ja. Das ist ja nicht der Pizza bestellt. Ja, guck doch mal, der. Blau! Oh, ich treffe dieses Ding nicht, ey. Rot! Ja. Erik, du stehst zu offensiv. Blau! Okay, pack die Hütchen ein, wir ziehen Leichen an, wir nehmen diese Platzhälfte, ziehen nach 5 Meter, kommen ein bisschen zurück, dass da keiner gegenläuft. Rot. Ja. Ein bisschen schneller fallen lassen. Also explosiv, volle Kanne nach hinten, Position und dann Feuer. Blau! Fall lassen, fall lassen, fall lassen! Gut. So, ein Ball. Auf geht's. Erstmal Geld. Rot! Bitte. Volle Kanne! Stehen! Ja, der war gut gemacht. Komm, komm! Rot! Sehr gut! Blau. Ey. Ich will auch mal auf dieses Ding schießen. Ja, liebe Freunde, das war's mit dieser Einheit. Falls ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen, Ängste, Sorgen, Nöte habt, dann gerne unten in die Kommentare. Das kennt ihr ja bereits. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Cool, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch auch eine schöne nächste Woche. Und ja, da sehen wir uns hoffentlich wieder am nächsten Sonntag. Wie immer um 18 Uhr hinter Fängerschmiede. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis dann. Ciao.